Der Jammers und ein Hallöchen wieder beim verrückten Taki aus der Lausitz. Heute geht's um Misa, nicht eine schöne, bekannte Vorspeise aus Griechenland, nämlich die gegrillten Peperoni. Ja, die machen wir heute mal lecker zusammen, da bin ich richtig Bock drauf und ich bekomme gleich nur Besuch. Die haben da auch wohl bestimmt Bock drauf. Und das ist sich eigentlich einfacher gemacht, als man denkt oder sagt. Was braucht man dafür? Natürlich schöne griechische Oliven, Peperoni, da geht's ja los. Ha, schöne griechische Peperoni, schön griechisches natives Olivenöl, in dem Fall von der Insel Kreta, wie bei mir wie immer. Dann natürlich ordentlich Knoblauch, dann eine Schalotte oder könnt natürlich auch eine andere Zwiebel nehmen. Knoblauch hier im Ganzen, ne? Hier, ich habe schon vorgearbeitet gehabt und sowas. Dann eine halbe Zitrone und ja, achso, und mein Kreta-Feta-Gewürz, was ich immer schön lecker auf mein Feta drüber hersteuere, für überbackene Feta zum Beispiel. Aber der ist natürlich Kreta-Feta von Taki, ist nicht nur gut für Feta. Man kann den auch schön geil an Salate dran ballern. Oder in diesem Fall hier an diese Peperoni, weil alles, was da drauf kommt, wie Thymian, Rosmarin und, ist im Kreta-Feta mit drin. Habt ihr kein Takis Kreta-Feta, dann haut da am besten dann frischen Rosmarin drüber, frischen Thymian drüber, bisschen Oregano und bisschen frische Petersilie. Und dann funktioniert das auch. Ne? Es sei denn, ihr wollt mich ein bisschen unterstützen, dann kauft ihr Kreta Feta. Ja, bisschen Werbung am Rande muss es sein. Okay, dann würde ich sagen, legen wir auch mal los. Was ich auf jeden Fall mache, ist die vorher lecker angrillen. Braucht man nicht unbedingt, macht auch nicht jeder oder sonst halt. Man kann sie auch direkt in Öl oder so und dann indirekt mit grillen, backen oder sonst halt. Ich finde es aber geiler, wenn die vorher richtig schön scharf angegrillt werden. Dass sie idealerweise noch richtig so ein schönes typisches Grillmuster bekommen. Und ja, die Röstaromen da drauf, das ist natürlich dann richtig geil. Das finde ich geiler. Okay, machen wir dann einfach mal. So, muss ich gucken, ein paar kleinere, wie fast dazwischen gefallen. Zack, 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 zack. Und das geht ratzfatz. Wenn ihr den Grill ein bisschen vorgeheizt habt oder so, dann geht das richtig zügig. So. Geil, geil. So, nicht dazwischen fallen. Ganz schön Power hinter. Jetzt, ich doch jetzt kann ich erstmal abdrehen. Ich hätte den gerade erstmal auf volle Pulle hochgedreht zum Vorheizen. So. Mega. Boah. Herrlich. Ich hätte gerade auch jetzt einen Pfannenwender dabei. Ich wusste jetzt nicht, wo es am besten geht. Aber hier sind jetzt auch noch ein paar kleine dazwischen. Wenn ich das jetzt einfach drin rumrühre, dann habe ich Angst, dass sie mir dazwischen fallen einfach. So. Und seht ihr, wie hier zum Beispiel, das ist geil dann. Das ist mega. So, dann sind auch so die kleinen Stinker jetzt mal fertig. Und können runter. Wuppa. Zack. Zack. Mega. Okay, das leichte Anrüsten oder Angrillen oder was. Das ist schon geil. Kann ich euch nur empfehlen, das wirklich upsala zuzumachen. Und ja, weil vom Geschmack her war, ist halt. Oh. So, bleibst du hier. So, jetzt haben wir es. So, aus. Und okay. Ganz einfach, jetzt kommt da reichlich Olivenöl drüber. Was ich gerade nicht erzählt hatte hier, hatte ich auch vergessen, hier zu stellen. Bisschen Meersalz. Bisschen Meersalz.
drüber, dann ungefähr der halbe, dreiviertel Zitrone, ja, sag mal der dreiviertel Zitrone. Zack. Dann Knoffi. Reichlich Knoblauch. Braucht ihr nicht mit sparen. Knoblauch ist geil da dran. Zack. Paar Zwiebelchen. Und natürlich Kreta Feta. Oder als Alternative, wie ich gerade schon gesagt habe, haut ihr da dann Thymian, Rosmarin, ein bisschen Oregano dran. Ja. Und das war's. Jetzt geht's in den Backofen. Und zwar indirekt. Zack. Indirekt, weil ich auf kleinster Flamme muss ich mal gucken, bei mir ist kleinste Flamme eigentlich 150, 160 Grad. Mal gucken, wie es jetzt wird, weil es ist gerade sehr, sehr, sehr heiß. Mal gucken, wie er fährt. Wenn er sagt 150, 160 Grad, nicht heißer? Nee, 150, 60 Grad. Lieber ein bisschen länger als schnell. In dem Fall lieber länger. Gibt dann einfach Zeit. Nee, der hat schön die Peperoni Zeit, den Knoblauch aufzunehmen, die Gewürze, den Geschmack aufzunehmen. Und. Und der Knoblauch hat mehr Zeit, den Geschmack abzugeben. Die Gewürze haben ja Zeit, Geschmack an das Olivenöl abzugeben. Und. Besser in dem Fall wirklich cega, wie man Griechenland sagt. Oder hier in Deutschland halt. Alles schön langsam. Und dann wird's geil. So. Ich baller mir jetzt ein Uso rein. Ich baller mir jetzt ein Müsos Bier rein. Und wir sehen uns, wenn es wieder fertig ist. Beim Spaceman Probierali. Circa eine halbe Stunde später können wir jetzt hier auch mal lecker Probierali starten. Wie ich schon gesagt habe, alles schön indirekt, lieber cigar, also schön langsam, dass so die Peperoni schön, Knoblauch und Thymian, Rosmarin, alles mit den ganzen Gewürzen schön mit aufnehmen kann und Geschmack abgeben kann. Ja, so, jetzt wollen wir natürlich auch langsam mal hier so Peperoni probieren. Einmal herrlich. Einfach genial. Gegrillte Peperoni. So als Vorspeise. Boah, geil. Einfach genial. So als Vorspeise. Oder auch als Beilage. Beim Salätchen. Jetzt vielleicht noch ein bisschen Weißbrot dabei, ein bisschen Baguette oder so. Ein Träumchen. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Ist super einfach zu machen, habt ihr ja gesehen. Macht das unbedingt nach beim schönen Grillabend oder so. Halt. Ich habe gerade schon Besuch bekommen. Diese, die auch schon hier am Wegsnacken wie sonst was. Und ja, das ist echt Fritzpulver. Ja, in dem Sinne verabschiede ich mich. Ja, danke fürs Zuschauen.